Naja, Baumbrick, ne? Ach so, meinst du, mit einer Plattform? Wohnabteil Glas. Fundamentraster. Jetzt tricksen wir das Spiel aus. Matze, geil. Oh, es klingelt bei mir. Ach, es klingelt schon wieder. Ja, einen Moment. Das ist verdörste. Kommst du? Okay, wir haben. Ich hab. Mama ist gerade hochgegangen, hab gerade die Tür aufgemacht, habe ich ihr erzählt. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, das Horrorspiel. Es gibt so Wirklichkeit und das heißt Charlie Charlie. Bei Charlie Charlie passiert es, dass ein kleines Kind wurde verbrannt und wurde dann verflucht. Und in dem Haus, wo er gestorben ist, lebt er halt. Und wenn man einen Blatt hinlegt, oben links und unten rechts ja hinschreibt und unten links und oben rechts nein hinschreibt und der untere, sieht man, dass die Spitze links zeigt und der obere, dass der dann nach oben zeigt. Das bedeutet dann, dass du es vorbereitet hast. Dann muss man einfach nur sagen, Charlie, Charlie, are you near oder are you alone? Und dann bewegen sich die Stifte links und rechts, ja oder nein. Das ist ja dieses Gruselige. Seit dem Gläserrücken bist du nicht mehr alleine. Genalt, Waldstöfel, herzlich willkommen. Ich weiß. Manche YouTuber haben das auch schon mal gemacht, da ist hinter ihm so ein Glas runtergefallen. Und das ist halt sehr Wir haben hier komisch. schon genug Geister im Haus. Wir brauchen nicht noch mehr. Stehst du? Oh, kann ich nicht einfach alles anklicken? Bitte alles? Ah. Na, Einmal Matze, alles? YouTube ist nicht nur Fake, weil die YouTuber hat man gesehen, die hatten keine Fäden, die haben nicht gepustet. Guck, ein YouTuber hat gestreamt, hat alles vorbereitet und er hatte alles nichts gemacht. Er hatte alles erst vorbereitet gehabt im Stream. Und das hat sich halt wirklich bewegt. Also es kann nicht sein. Habt ihr doch von der Blüte erzählt, habt die Blüte mal angepustet und die hat sich kein Millimeter bewegt. Hä? Es ist wie bei Bloody Mary. Ja, die bleibt dafür immer bei dir. Ja. Was spielt ihr da in der Schule? Ja, weiß ich. Also wir spielen nichts in der Schule. Ich habe das gerade mit dem Morgen gerade im Bus angeschaut. Ach so. Das könnte man mal so vor 7 Uhr könnte man Charlie Charlie so spielen. Weil, guck, man braucht hier nur ein Blatt Papier, zwei Stifte und ja, nein hinschreiben. Der größte Schisser will die Geister holen. Ja. Dann denkt sich der Hausmeister, wieso spukt's hier? Hier ist kein Hausmeister. Ich meinte in der Schule, weil ich möchte in der Schule. Ich liebe meine Drohnen!
Muss ja mal gesagt werden. Drohnenliebe. Verstorbene Leute können auch wiederkommen als Geist. Das stimmt halt. Ich weiß, Rafi. Mein Sohn sieht aus, als ob er die Nacht durchgemacht hat, gell? Meine Mama hat erzählt, dass bei meiner Tante das Licht einfach so anging, obwohl keine Sau da war. Wir vermuten, es mein verstorbener Opa ist. Ach du Scheiße, Matze. Ich weiß, von wem Tom das Schisshafte hat. Mama! Genau, Waldstöbel, wie du genau. Als immer im Van sitzt, im Fassmann. Oh, es bimmelt. Deine Dinger sind fertig. Sie verbrennen. Deine Dinger sind fertig, sie verbrennen. Ja, dann bis später, Alexander. Mach das. Was ist denn das? Eine seltene. Die seltenen muss ich mitnehmen. Die seltenen... Oh, warte mal, da bin ich aber falsch. Die seltenen Larven muss ich mitnehmen. So. Oh. Dann einmal runter. Wo bin ich denn jetzt? Oh, ich bin hochgegangen. Einmal runter. Und... Wasserfall. So, und den baue ich jetzt nochmal ab. Und trage den da hinten hin. Da muss ich nicht so weit laufen. Hört jetzt bloß auf, Geistergeschichten zu erzählen. Ist aber was los. Kann ich das Ding da hinstellen? Ist die Frage. Dann hat der Racker nämlich gar nichts mehr zu schaffen. Wasserfall. Schiff. Dann braucht er mich nämlich gar nicht mehr irgendwie. Tom hat sicher schon mal Phasmo geübt für den Level Reset Patch, damit er mit uns spielen kann. Fällt so letzte Nacht, ja. So sieht er aus, gell? Nee, guck mal, das hängt so blöd dran. Da kannst du nicht hoch. Nee. Ach so, Quatsch. Hier sind ja noch Algen. Die wollte ich ja noch alle abgreifen. Wenn es schon kostenlos Algen gibt, dann nehme ich sie mit. Huch! Und nicht nur das. Ah ja, klar, ist ja neu. Ist ja überarbeitet. Gibt es auch neue Kisten. Habe ich gar nicht dran gedacht. Da hab ich ja gar nichts dran gedacht. Gut, sind blaue Kisten, ist jetzt nicht so schlimm, ne? Aber... Oh, das sieht ja geil aus. Trinken? Ja, trinken kannst du auch, wenn du willst. Racker. Ey. Wild bewuchert. So, hier ist nix. Und hier ist auch nix. Ja, da muss ich eigentlich drüben auch nochmal gucken, ne? Meint ihr, die wachsen immer wieder nach?
Könnt passieren, gell? Die Algen. Dass man hier immer wieder Algen abgreifen kann. Geradezu anfangs. Wenn man eigentlich noch gar nicht in der Lage ist. Das könnte ja sein, ne? Ja, Gino, finde ich auch, ja. So tropische Bäume, gell? Haus der Dämonen ist eine wahre Geschichte. Oh, das brauche ich mir aber nicht angucken. Das brauche ich mir aber doch nicht angucken, na. Base. Geister wie zwei Rentner sitzen im Park und unterhalten sich. Was war das peinlichste Moment in deinem Leben? Das war, als meine Mutter mich beim Unanieren erwischte. Wieso? Das machen doch alle kleinen Jungs. Ja schon, aber meine Mutter hat mich gestern erwischt. Oh Gott. Gehen wir jetzt schiffen. Also in den Schiff, ins Schiff rein. Ja, machen wir. Jetzt gehen wir alle schiffen. Das scheine ich nicht ausgewählt zu haben, ne? Doch, habe ich. Jetzt gehen wir schiffen. Oh, es rattert. Wieso rattert es gerade? Okay, hat aufgehört. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Sehen Sie. Oh, es rattert gerade. Habe ich zu viele Samenkissen? Ich würde sagen, ja. Ich habe keine Lust, eine weitere Samenkiste zu machen. Haben wir hier eigentlich noch was zu tun gehabt? Oh, hier ist auch noch Baumsamen drin, ne? Nee, hatten wir nicht. Wir haben genug Samen. Samenkisten, ja, richtig, ja. Genug Samenkisten. Ach, Mobile Six, Hallöchen, bezauberte Sucht die Mutti-Chefin. Mit diesem Game hast du mir jetzt wieder ein Floh ins Ohr gesetzt, hat lange nicht mehr gezockt, muss jetzt wieder bei 120 TTI auf die Amphibien hinarbeiten. Was hast du? 120 TTI und ich hab 5? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Wie geht das denn? Ich glaube, du hast es ganz schön gesuchtet, muss ich sagen, oder? Ein bisschen, ne? Ich glaube, du hast es ein bisschen krass gesuchtet. Oh, es rödelt gerade. Das ist ein Zeichen, dass ich speichern sollte, mal kurz. Oh, das Spiel will nicht, dass wir ins Schiff gehen. Jetzt kannst du an deinen aussortierenden Schrank Priorität 5 einstellen. Also die höchste Priorität, dann wird die zuerst gemacht. Das ist gut, Baumbrick. Guck mal, es rödelt gerade, gell? Seitdem wir wieder hier sind. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich glaube, ich muss an und wieder ausmachen. Es gibt schon schlimmere, nicht viel, viele Bäume am Anfang, Raketenende und so. Ja. Na, wir gehen mega ab, gell? Ich glaube, ich muss das schöne Rein-Raus-Spiel machen. Guck mal, der geht. Ist ein bisschen verzögert auf einmal, ne? Seht ihr das? Irgendwas rödelt gerade. Ich weiß aber nicht was. Tom, bist du im Internet? Lass der Mutter das Internet. Jetzt habe ich bei den wichtigsten Ressourcen immer zu wenig. Oder ist es schon der Geist? Rein-Raus-Spiel-Matze, ja. Das ist der Geist. Warte mal, ich speichere mal und gehe nochmal ins Hauptmenü. Mal gucken, was passiert.
Rein raus ist immer schön. Je mehr du gebaut hast, umso ruckeliger wird's. Bei mir, glaube ich, liegt's an den Fliegen und Schmetterlingen. Oh, nein. Macht Tom Bloody Mary. Nee, der macht das, was er gerade euch erzählt hat. Irgendwie Choo-Choo Charles oder wie der heißt. Oder Charlie Charlie. Ist irgendwie so ein neues, eine neue Geschichte. So, dann trink mal was und dann geh mal in das neue Schiffchen rein. Juhu! Och, mein Ding hat auch Dingsbums. Auch Licht. Oh, das ist ja geil. Mein Abbauwerkzeug, weißt du? Demontieren nicht möglich, Inventar nicht leer. Kannst du den Teleporter bitte unbedingt in Bässe? Was okay, bei meinem Ding hat auch Dingsbums jetzt sogar mein Übersetzer aus. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann was nicht zerlegen. Seht ihr das? Zerlegen Lagerkiste? Ach, weil da was drin ist, ne? Okay, gut. Hab schon gedacht, ich bin verwirrt. Ah, das kann ich nicht zerlegen. Okay, gut. Dann ist ja alles gut. Ach du heiliger Strebe, sag, wo gehen wir zuerst rein? Juhu! Ist jemand zu Hause? Zerlegen Trümmer. Zerlegen Trümmer. Hallo Keykeeper! Na, alles klar? Oh Gott, ich verlauf mich. Gott sei Dank habe ich genug Dingsbums. Ihr versteht, was ich meine. Noch ein Bauplan. Dankeschön. Demontieren nicht möglich. Hä, und warum kann ich da nicht rein? Na, Kiki, war alles klar? Ach, ist schon wieder dunkel. Nee. Also das mit dem Teleporter ist ja eine mega Geschichte, ne? Ja, Sauerstoff meine ich. Was, wer hat hier Licht? Ich bin Chefins Ding. Ach ja, Keykeeper. Ja, dann ruh dich aus, gell? Mein Ding hat Licht, ja, ja. Findest du geil, gell, Racker? Mein Dingeling kann Klingeling. Boah, ich würde gerne wissen, warum das jetzt so rödelt. Ich habe doch nichts gebaut. Oder ist es wegen den vielen Drohnen? Genau. Das ist mein Dingeling. Gott, wenn das jetzt so bleibt, was machen wir denn dann? Dann muss ich mal richtig neu starten. Dann muss ich richtig neu starten, Leute.
Die habe ich noch nicht. So. Oi, Kiki Bamigo! Oh Gott. Ich werde gleich den Computer nochmal neu starten. Ich habe ja jetzt gerade nichts gebaut, ne? Huch! Wie viel Stickstoff habe ich eigentlich? Wie geil ist das denn? Ich sag dir, ich sag euch ja, ich bin im Endgame. Ja, mach das, Racker. Das wolltest du nicht posten. Du bist doch ein schöner Meilenstein, Kikiba. Huch, das muss ich auch noch wegsortieren. Meilensteine sind immer schön. Errungenschaften sind immer toll. Also ich bin ja Errungenschaftsjäger, ne? Bin ich leer? Ja, ne? Ich habe die Demo mal angezockt. Es tut mir so schwer mit dem Anfang. Mir reicht das Futter immer kaum. Ich kann mich kaum noch an den Anfang erinnern, Keykeeper, weil ich auch angefangen hatte, zuerst die Demo zu zocken. Ich glaube, hier war ich aber fertig, ne? Nee, war ich nicht fertig. Die Demo zu zocken oder den Prolog. Und danach habe ich dann weitergemacht mit dem Spielstand dann jetzt hier mit der Early Access Version. Deswegen kann ich dir gar nicht sagen. Oh, da geht auch nichts. Hier geht auch nichts zu zerlegen. Wieso hat er mir das dann angezeigt? Komisch. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie der Anfang irgendwie war. Aber ich hatte am Anfang auch Probleme. Wie kriegt ihr diese Meilensteine eigentlich immer? Die passieren automatisch an, ja. Also ich krieg auch als den Meilenstein dreimal hintereinander einen Stream geguckt oder so. Bei mir kommt das auch immer. Nach 1000 Toten läuft's. Ach du heiliger Strömsack. Kann ich das auch zerlegen? Nee, schade. Schade. Ganz viel Eisen für die Mutti. Und Platz habe ich auch immer noch. Hier liegt aber auch keine Nachricht, ne? Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Irgendwie eine E-Mail oder so? Nee. Gott. Ja, ich weiß. Am Anfang brauchst du gefühlt alles, Keykeeper. Ich weiß. Ich weiß, am Anfang ist man sehr krass am Rödeln. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Oh nein, ich will nicht, dass diese Kammern aufgehen. Da schlafen doch welche drin, oder? Huch, wo ist zerlegen drüber? Hinter der Tür. Eis der Tille Mahlzeit. Na, alles klar. Respawn die Kisten? Jein. Also eigentlich ist es ein Bug, wenn sie respawnen. Sollten eigentlich nicht respawnen und sich wieder füllen. Normalerweise, soweit ich noch weiß. Sehr schön, Sintille, sehr schön, wunderbar. Leiterplatten.
Guck mal hier. Endgame. Ey, es ist so geil mit den Drohnen. Habe ich den O-Stab schon mit drin? Die Stäbe habe ich, glaube ich, noch nicht mit drin, ne? Bist mit Planet Crafter komplett durch, Sertille. Du hast auch alle Schmetterlinge, alle Fische, alles komplett durch. Okay, das ist krass. Okay, doch, hat er gemacht. Vielleicht sollte ich doch die Samen wegsortieren, dass ich es nicht selber machen muss, weil ich jetzt so viele Samen kriege. Muss ich aber erst den Schrank hier in... Oh, nee, komm, dann lass ich's. Dann mach ich's lieber doch selbst. Alles Samen wieder da dingsbumsen, ne? Samen dingsbumsen hört sich nicht gut an, oder? Was sagt ihr? Mm. Nein, Sir Tille, hör auf! Bei wie viel TTI bist du? Oh, Entschuldigung. Huch. Achso, warte. Das muss ich erstmal leeren. Und schwupps. Hört sich sehr gut an, aber nicht nachmittags-Stream-tauglich. Gustav. Gustav. Jojoba-Öl. So sieht's aus. Warte kurz. Ich muss mich ganz kurz um meine Pilze kümmern. Auch das hört sich nicht gut an nachmittags. Auch abends nicht. Aber die sind leider noch nicht fertig. Hallo, Erik. Guten Tag. Na, alles klar. So, und weiter wieder schönes Schiff geleert. Es ist halt gerade mods entspannt. Hä, da war ich doch gerade drin. Guck, genau das ist es halt, ne? Ab und zu spawnt das wirklich nach. Und innerhalb von Sekunden. Chefin braucht ihre Pilzdosis. Elf PTI, Blackie. Woher bekomme ich eigentlich Ressourcen, wenn ich auf der Oberfläche alles weggesammelt habe? Oder spawnen die nach? Nee, spawnt nach. Der spawnt alles nach. Kann ich hier was machen? Nee. Ach. Da brauchen wir wieder, wie nennt sich das nochmal? Fusionsreaktor. Oh, was war denn das nochmal gewesen? Weiß ich nicht mehr. Fusionsreaktor. Weißt du was, das schreibe ich mir auf. Oh,